So, liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Dead Space 3 mit Milonetic und dem Bruger. Hallo. Hallöchen. Letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen die Blöße gegeben, ne? Das war also absolut gefailt, ey. Aber wenn man es einmal gesehen hat, dann hat man es verstanden. Boah! Hast gut reagiert. Erstmal ein bisschen Panik. Oh, warte mal. Ich leg mal meinen Bot ab, der zeigt hier unten hin übrigens. Ach ja? Meiner ist ja auch wieder da. Bei dir zeigt er da unten hin, ja? Hier, ja, zeigt er irgendwo. Ja, aber das zeigt noch weiter raus, aber hier drin. Ja, bei mir zeigt er nach da vorne. Ich warte. Die Schallwellen gehen mir nach genau dort. Genau hier raus zum Raumschiff, wo wir hin müssen jetzt. Ja? Vielleicht kannst du ja bestimmte Stellen nur so und so oft absuchen, dass sich's lohnt, weißt du? Dann mache ich das mal eben gleich mit meiner. Weil vielleicht kannst du noch drinnen ablegen, wo wir schon waren. Was ist denn jetzt los? Ah, oh, fuck. Nein! Okay. Das wird jetzt ein ziemliches Hoba-Bohu. Wenn wir springen könnten, würde ich jetzt springen, aber... Ja. Hui, tanzen! Im Fahrstuhl! Disco-Beleuchtung! Aua! Oh. Wir haben uns gegenseitig getroffen. Das tat weh. Okay, wir sind hier nicht von hier gekommen, oder? Nein. Was ist das denn? Ich glaube, wir sind ein bisschen tiefer. Hm. Was ist das denn? Abspielen. Danke, Edwards. Könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Huck? Bist du da? Boah, leck mich, Sam! Ich hab Spaß, eure Erste hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist. Alter, schwer. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkriecher wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Oh, immer diese Leute, wir sind Team und... Man sieht hier auf jeden Fall schon System Failure, steht hier auch dran. Der Fahrstuhl ist definitiv ausgefallen. Ja, ich glaube. Oh. Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Mhm. Hui. Was ist das denn? Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Ach, das kenne ich doch. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ja, bester Tipp. Ja, das Tipp machst du ja die ganze Zeit. Ja, das. Ja gut, du kennst es ja nicht. Das ist halt. Kann man dir nicht vorwerfen, dass du es nicht gemacht hast. Hm. Bei Teil 2 ist das überlebenswichtig, glaub mir. Oh, dann werde ich mich auf einiges noch einstellen können. Das finde ich aber ziemlich doof, dass es in Teil 1 noch nicht ging. Ich meine, klar, das haben sie noch ein bisschen verfeinert, das Feature, aber... Ja. Oh, hier ist schon wieder was. Scuff-Artefakt. Irgendwo ist hier gerade ein Vieh erschienen. Ich glaube, das war der hier, der ist aber gleich direkt tot. Offizierslog. CDR Valerie Dietz. Die CMS Crozier brachte eine zweite... Mit der Musik nicht in Ordnung. Brachte eine zweite Ladung Artefakte von der Planetenoberfläche hoch. Ich fragte ADM Graves nach dem Protokoll für eine ordnungsgemäße Abfertigung und Lagerung, aber sie zuckte nur mit den Achseln. Ich habe veranlasst, sie mit dem Rest im Frachtraum zur Terra Nova zu lagern. Mann, was ist denn los? Bis wir etwas anderes hören. Ach, die Artefakte also. Ja, du weißt ja sicher, wenn ein Marker in der Nähe ist, dann drehen die Leute irgendwie alle durch und bringen sich gegenseitig um, ne? Die Musik ist gerade total am Abdrehen, ey. Bei dir auch? Ich hab keine Musik an. Alter, die Musik geht voll ab! Weil die nervt irgendwie mittlerweile. Ah! Ey, das Bolzenteil ist so gut. Hast du gesehen? 2 Schuss? Mhm. Das Bolzengewehr von mir, was ich oben drauf hab, das ist so Hammer. Frachtraum. Freight Room. Ach du Kacke. Sieh schon wieder kommen, hier kommt wieder was Böses. Warte mal. Ach nee, ich muss weiter hoch. Ah, da sind sogar noch Pfeile, die zeigen, ob du hoch oder runter musst, ne? Aha. Bei deinem Bot. Erstmal die Gegend säubern auf jeden Fall, hier kommt bestimmt gleich was. Ich seh's kommen. Oh,
okay, waren wir doch schon. Ach ja? Ja, ach ja, da ist jetzt gerade wieder rausgekommen. Da hängt was. Was? Das Vieh! Oh! Scheint ein Boss zu werden. Nein! Das ist so einer der Regeneratoren, oder was? Oh, nein! Ja? Nicht der! Nicht der! Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Schnell, irgendwie. Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Gegner zu verlangsamen, wir müssen laufen, irgendwie verlangsamen und offen. Wo ist er hin? Einfach laufen. Oh. Okay. Ah. Kackvieh! Stirb! Oh. Beide wegballern! Und wegrennen! Lauf, lauf, lauf! Ja, ich beeil mich, ich beeil mich, ich beeil mich! Oh Mann! Die Auftür! Ah. Komm schon! Komm, schnell, 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 schnell! Ich hab Angst! Hier sind wir sicher, glaube ich. Bist du dir sicher? Ziemlich! Oh, da gibt's was Altmetall. Sehr gut. Ah. Der kommt gleich durch irgendeinen Luftschacht gesprungen, glaub mir. Vermutlich. Also. Ah! Schnell, 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 schnell. Geh auf, geh auf, geh auf. Tanzwut! Kackvieh! Nein, da unten sind Viecher. Erstmal die Straße wieder aufladen. Ja. Straße, 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 geh an! Straße! Ich will die Straße, will ich! Verriegelt. Oh, warte, das muss hier irgendwo sein. Ach, hier, Terra Nova auf. Ich will meinen Bahndienst. Bot, ich will meinen Bot, ich will meinen Bot. Ich hole jetzt die Terra Nova rüber. Ich werde schon wieder angerufen. Nicht jetzt, Leute. Aua. Och Mann, was ist denn jetzt hier los? Mensch, Bahn, komm doch mal, Flixer. Och, die brauchen Ewigkeiten. Och, wer ruft denn da überhaupt an? Soll warten. Ja, geht grad nicht. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Ja, wunderbar. Sie Geduld. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein, 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 nein. Ich komm nicht an dich ran. Wunderbar. Nein, wo sind sie? Ich bin auch tot. Scheiße, Fick. Och, Mann. Das ist eine Hektik. Wir dürfen uns nicht irgendwie die Ecke stellen, glaube ich. Ja, ja. Das ist. Ich habe ja nur die Bahn rufen wollen. Oh, Mann. Okay, wir starten wieder aufladen jetzt. Wunderbar. Ich ruf den Zug schnell. Guck, wo er kommt. Esser. Beine abschießen. Heb deine Schuss auf. Ja, ja. Ich war nur Beine abgeschossen. Nein! Ah! Geh weg, geh weg. Ja. Einfach heilen. Einfach weglaufen, weil er keine Beine hat. Ah, du Dreckvieh. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Oh, bitte fuck haben you. Sie Geduld. Kommt doch so ein Vieh. Oh, Dreck. Oh. Fuck, 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 fuck. Tritt den Kopf ab. So, Beine ist weg. Der Zug ist da, der Zug ist da. Rinder, 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 Rinder. Oh. Achterstation. Egal, jetzt. Einfach irgendwo hin, irgendwo hin. Gott, ich hasse diese Dinge. Oh, fuck you, ey. Nicht nur du, Isaac. Oh. Okay. Shuttle Bay finden. Ich bin jetzt beim Zug. Munition ist leer. Offen da hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Ich bin vielleicht, ja. Ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant.
Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Na gut. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Kapitel 6 sind wir schon, sag mal, das ist ja... Jetzt schleunigst du was? Ja, aber wie? Nächster Halt, Kommandoturm. Oh, wunderbar, erstmal weg hier. Also in Teil 1 waren die Kapitel eindeutig länger, oder? Moment, was haben wir jetzt mit Mission? Keine optionalen Missionen erstmal, okay. Oder kommt es mir so vor, wenn wir jetzt zusammenspielen, dass wir deswegen schneller sind? Oder dass kann natürlich sein, was das ist. Man weiß es nicht. Ach, der Mist wieder. Ich habe schon gemerkt, alleine musst du das selbst steuern mit WASD und der Maus, ne? Jeweils. Oh, wow, wow, okay. Aber ist nicht anspruchsvoll. Ich bin da. Du bist rechts, links. Musst du? Ja, ich bin schon dabei. Ah, so. Manche Wege sind gesperrt. Ja, mit der Maus ist das voll doof. Ja. Oh, du musst ganz rüber. Ganz rechts. Ich drücke, aber es passiert ja nichts. Ah! Kannst doch mit WASD, ne? Ja, mache ich ja, aber das reagiert voll scheiße. Ich drück 1000 auf die Tastatur, passiert nichts. So, erstmal hier alles aufsammeln. Was ist denn das hier? Das ist Steuerung. Ah, hier, guck mal hier, Technikpersonal. Kommen wir noch nicht rein. Nee, da brauchen wir noch. Alles aufgesammelt soweit? Ja, wunderbar. Ist wieder eine Bank. Überall an jeder Ecke ist eine Bank, um Sachen abzuladen, weil wir einfach viel zu viel finden teilweise. Ich wollte gerade, also anfangs war es ja okay, aber mittlerweile ist es einfach nur viel zu viel. Ich brauche alles. Nee. Oh. Eine komische Streuung. Eine komische Streuung? Ja. Ist ja komisch. Oh, die Nachricht. Oh, die Nachricht. Dass wir jetzt C64 starten. Tut mir leid, Tucker. Aber du hast mal hart gehört. Oh. Wir haben es hier mit einer Szenario 5-Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, du sterben musst. Wir alle. Und tun wir es nicht, schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Du wirst es nicht erfahren. Was? Mir tut's auch leid. Ey, du isst doch nicht etwa. Du Fresskoffer. Wenn der Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Ist der einfach am Mompfen, du? Ich esse nichts, ich habe geatmet. Ja, ja. Knirscht so beim Atmen. Meine Atemwege sind ein bisschen. Meine Atemwege sind aus Holz. Ikonische Streuung, was macht das denn? Was macht das denn? Das macht Streuung, also dass du halt aus einer normalen Waffe eine Schrotflinte machen kannst. Okay. Hab ich mit dem Bolzen-Ding gemacht. Ah ja, okay, hab ich schon dreimal? Was zur Hölle? Frisst halt natürlich unendlich viel Munition, ne? Ja, okay. Ja, da wär's doof, wenn ich mit... Werde ich die Streuung auf jeden Fall wieder rausnehmen. Von da unten, reich über die Standardspitze ran. Ja. Mach lieber oben die chronische Streuung ran. Ne, kann ich gar nicht. Ah, ich baue mal wieder so eine Nahkampfwaffe, weil die andere ist nicht so toll, habe ich festgestellt. Immer ein bisschen experimentieren und schauen, was passiert. Ja. So. Es ist auch ein bisschen komisch von den Namen her, so gewöhnungsbedürftig. Naja, klar, alles relativ neu auch. So, wir haben jetzt eine optionale Mission bekommen, ne? Ja. Warte mal. Und zwar den Kommandoturm untersuchen. Diese Schlüsselkarte, die ich gefunden habe, scheint zum Kommandoturm der Terra Nova zu gehören. Buckles Nachforschungen im SCAF Ladungsverzeichnis haben ergeben, dass dort nützliche Waffen und Munition gelagert sein müssen. Mhm. Ich sollte mich da mal umsehen, wenn ich die Gelegenheit habe. Aha. Ja, würde ich sagen, würde ich gleich mal schauen. Aber erstmal probiere ich mal meinen Bot aus. Der führt mich wohin? Ja, irgendwo anders. Nur nicht hier. Nach oben. Bling, bling. Ja. Ein bisschen hoch. Ja, vielleicht kann man wirklich nur so und so oft Stellen durchsuchen, ne? Hm. Aber ist auch gar nicht so verkehrt, dann könnte man... Was? Oh. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Oh, fuck. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Da oben. Finale Mission Kommandoturm. Uhuhu. Okay, aber wenn er meint. Na, die optionalen Missionen sind wahrscheinlich vielleicht noch ein Stück knackiger als die normalen. Guck mal, hier gibt's noch ein Tentakel, also so ein spitzes, genau. Nehmen wir einfach als Standardwaffe jetzt. Muss ja Munition sparen. Ja. Das ist perfekt, du kannst dir gleich vom nächsten wieder nehmen und so weiter, ne? Ja, wunderbar.
Deswegen, in unserem zweiten Teil ist das echt Gold wert. Ist da hinten noch was? Nee. Ab, bleibst du wohl hier. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier in Armee das Gegenteil behauptet. Guck mal, hier sind sogar Explosivdinger. Mhm. Die werden wir gut gebrauchen können. Bestimmt, ja. Hier wird es wahrscheinlich nachher richtig abgehen, wenn wir zurückkommen. Oh ja, die liegen ja nicht umsonst, die Dinger, das wissen wir ja schon. Ja. Ach, wie hat der Kopfmoment. Oh, guck mal, die Dinger sind für Stase. Die kannst du hinschmeißen, dann haben sie so ein Stase-Feld, sind sie da drin gefangen. Hm. Not bad. Jetzt geht doch Rambazamba los. Das sind ja Bomben über den Luftschächten, siehst du das? Mhm. Ach du Kegge. Oh Mann, oh Mann. Ich will das nicht. Werden wir mal gucken müssen, nicht, dass hier gleich ordentlich der Punk abgeht, ey. Ja. Ich befürchte nämlich, dass es gleich soweit ist. Sehr, sehr ekelhaft wird. Aua! Oh Mann! Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, oh, oh. Sprengstoff scharf machen. Nein. Und zünden. Nein! Jetzt kommen so die Viecher, hundertprozentig. Ja. Aber hallo, wollen wir hier oben bleiben, oder? Ja, ja. Kontamination registriert. Alarmregelung aktiviert. Was war das denn? Oh, bei der Hubble! Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. Komm weg, Luna, komm weg da. Ah, fuck. Hätte die Treppe runter. Okay. Ey, ich komm. Ich geh mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen bin. Da ist wieder ein Vieh. Oh, fuck! Oh, sorry, das war ich. Das war nicht so geil. Wow. Allen Seiten. Ja. Okay, und das nichts. Wow! Scheiß mich, Viecher. Oh! Ich seh grad gar nicht. Das ist auch verdammt wurstelig hier. Da ist noch irgendwo so ein Vieh. Ah, so ein Hund. Der kotzt ja ganz schön ab hier. So, wo bist du denn, du kleines Vieh? Da oben. Stirb, das Vieh, stirb! Ah! Was macht der? Da kann ich von den Viechern was aufnehmen? Von den Kleinen wahrscheinlich nicht? Oh, ich muss hier was deaktivieren, Luna. Okay. Ich bin der Engineer, ich fummel irgendwo blind in welchen Seiten. Ich muss dich wahrscheinlich beschützen dann. Ja, es geht eigentlich ganz easy. Es geht schnell. Ist gleich vorbei. So. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Ja, wunderbar. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Oh. Der ist tot. Ja, dem hat schon die Stimme verschlagen. Erstmal hier unten alles aufsammeln. Gucken, ob noch was da ist. Nope. Ein Eimer haben wir wieder. Wunderherrlich. Was habe ich denn noch alles? Ja, okay. Mhm, okay. Super. Hallo, dann fang. Schade, ich dachte, das friert dich auch ein. Hier ist irgendwie so ein Geht Ding auf dem Boden, das leuchtet. Ja, die kannst du aufsammeln. Das ist wieder so ein Speer. Achso. Schmeißen. Cool. Nehme ich mal mit. Ja. Sieht aus wie ein Medipack in der Wand. Leuchtet nur im Dunkeln. Eine fluoreszierende Sonnenbrille. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Da oben. Du schießt mir den Weg! Ah, oh, sorry. Du hast es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Ach, kein Problem. Hm? Blöd, Mann. Elektrizität? Will er uns unter Strom setzen? Ich weiß es nicht. Hat er eben schon gemacht. Ich habe einen Schlag gekriegt, als ich die Tür öffnen wollte. Ist ja gemein. Der Dreckschweinsack. Megavolt, oh, oder was? Aua. Bein abgeschossen. Nicht drauftreten. Ach, mir juckt die Handoberfläche schon die ganze Zeit. Oh, nicht kratzen erstmal.
Das ist eine Krankheit beim Let's Play, ne? Immer juckt mir irgendwas, wenn ich aufnehme, ja. Okay. Jetzt wird Rambazamba gemacht hier, jetzt kommen wir. Oh! Das meint ihr also. Guck mal, das ist ein blauer Pfeil. Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Ah, guck mal, kann man nach oben ziehen. Sieht nach selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Siehst du das? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Kannst du das? Erledigt. Ah. Tihi. Wunderbar. War ja jetzt... Wenn es immer so einfach wäre. Wenn es immer so einfach wäre. Was leider nicht so ganz wunderbar ist, wir müssen die Folge beenden. Oh, das ist natürlich jetzt... ja, das ist doof. Kann man nicht anders... Ja. Wir können nicht irgendwie den ganzen Tag hochladen, ne? Also, gut, Leute, hinterlasst uns doch einen netten Kommentar, eine Bewertung, gut oder schlecht, soll ich überlassen. Wir sehen uns wieder nächstes Mal. Bei Dead Space 3, genau, ciao, ciao. Also dann tschüss.